Unserem Volk wird nachgesagt, unserer Zeit voraus gewesen zu sein. Wir entwickelten die ersten Kalender und Tempel mit fortschrittlichster Architektur, und um uns ranken sich viele Mythen. Ich bin Mitglied des Maya-Stammes, und das ist unsere Geschichte. Unsere Ursprünge reichen über Jahrtausende zurück, in eine Zeit, in der unsere Vorfahren die fruchtbaren Ebenen Mesoamerikas besiedelten. Schon vor über 4000 Jahren, lange bevor die ersten Europäer diese Küsten erreichten, hatten wir eine blühende Zivilisation erschaffen. Unsere Städte, wie Tikal und Calakmul, beeindruckten durch ihre Architektur und komplexe Gesellschaftsstrukturen. Wir Maya sind bekannt für unsere beeindruckenden pyramidalen Tempel, Observatorien und Ballspielplätze. Aber unsere Kultur reicht weit über die Architektur hinaus. Die Grundlage unserer Gesellschaft waren die Stadträte, in denen verschiedene Gemeinschaften vertreten waren. Unsere Schrift, die Maya-Hieroglyphen, ist eine der wenigen vollentwickelten Schriften der amerikanischen Ureinwohner. Damit hielten wir unsere Geschichte, Religion und Wissen fest. Die Maya-Mathematik war ihrer Zeit weit voraus. Und wir entwickelten einen eigenen Kalender, den Maya-Kalender, der bis heute fasziniert. Unsere Kultur war eng mit der Natur verwoben. Wir betrachteten die Welt um uns als heilig und glaubten, dass alles Leben miteinander verbunden war. Unseren Göttern opferten wir in spirituellen Zeremonien, um die Fruchtbarkeit der Erde zu erhalten und den Kosmos im Gleichgewicht zu halten. Der Regenwald war für uns von besonderer Bedeutung, und wir waren Hüter dieses einzigartigen Ökosystems. Unsere Gesänge und Tänze sind Ausdruck unserer Freude, unseres Schmerzes und unserer Dankbarkeit. Sie begleiten uns bei wichtigen Ereignissen wie Initiationen, Hochzeiten und Trauerfeiern. Unsere Körper und Stimmen verschmelzen mit den Rhythmen der Natur, wenn wir tanzen und singen. Und so finden wir unsere spirituelle Erfüllung. Die Tänze erzählen oft Geschichten aus unserer Vergangenheit und vermitteln Botschaften über unsere Beziehung zur Natur und zu den Geistern. Unsere Kunst ist ein wichtiger Teil unserer kulturellen Bräuche. Von den beeindruckenden Maya-Hieroglyphen bis zu kunstvoll gefertigten Kunstgegenständen. Jede Zeichnung, jedes Muster und jede Schnitzerei erzählt eine Geschichte. Unsere Kunstwerke sind nicht nur dekorativ, sondern tragen auch unsere Traditionen und Erzählungen in die Welt hinaus. Durch die Kunst bewahren wir unser kulturelles Erbe und geben es an zukünftige Generationen weiter. Unsere Zeremonien und Rituale sind Momente der spirituellen Verbindung mit der Natur. Sie finden oft an heiligen Stätten statt, die wir mit Ehrfurcht und Respekt behandeln. Bei diesen Gelegenheiten kommen wir zusammen, um unsere Verbundenheit zur Natur zu zelebrieren und um ihre Gaben zu bitten. Unsere Schamanen spielen eine wichtige Rolle bei diesen Zeremonien und dienen als Vermittler zwischen der physischen und spirituellen Welt. Unsere Tempel und Pyramiden sind Heiligtümer, die eine Verbindung zwischen der physischen und der spirituellen Welt herstellen. Sie sind Orte der Verehrung und dienen als Zeugnisse unserer tiefen Ehrfurcht vor der Natur und der kosmischen Ordnung. Die Architektur dieser Strukturen ist ein beeindruckendes Beispiel für unsere mathematischen und astronomischen Fähigkeiten. Die Stufenpyramiden symbolisieren die Verbindung zwischen Erde und Himmel, während die Ausrichtung uns half, astronomische Ereignisse zu verfolgen und landwirtschaftliche Aktivitäten zu planen. Einige unserer Pyramiden dienten als Gräber für bedeutende Persönlichkeiten. Diese Grabstätten, reich an Opfergaben, bieten Einblicke in unsere Bestattungsrituale. Das berühmteste Beispiel ist das Grab des Pakal im Tempel der Inschriften in Palenque. Mit dem Niedergang der Maya-Zivilisation gerieten viele unserer Tempel und Pyramiden in Vergessenheit. Erst Jahrhunderte später wurden sie wiederentdeckt und sind heute wichtige archäologische Stätten und Touristenattraktionen. Unsere Tempel und Pyramiden sind nicht nur historische Überreste, sondern auch lebendige Symbole unserer kulturellen Identität. Sie dienen weiterhin als Orte der spirituellen Verehrung und sind stolze Erbstücke, die unsere Geschichte und Kultur bewahren. Wir bitten Sie, unsere Tempel und Pyramiden mit Respekt zu behandeln, wenn Sie sie besuchen. Die Erhaltung dieser heiligen Stätten ist entscheidend, damit zukünftige Generationen unsere Kultur und Geschichte erleben können. Die Maya-Kultur hat die Jahrhunderte überdauert und ist bis heute lebendig. Wir pflegen unsere traditionellen Bräuche und Rituale, wie den Chachak oder die Wayab-Zeremonie, und feiern unsere Feste mit Tänzen und Musik. In ländlichen Gemeinschaften leben viele Maya immer noch nach alten Traditionen und haben wenig Kontakt zur modernen Welt. Wir Maya stehen jedoch auch vor Herausforderungen. Die Auswirkungen der Globalisierung und des Tourismus verändern unsere Gemeinschaften und unsere Lebensweise. Der Schutz unserer natürlichen Ressourcen und die Bewahrung unserer Kultur sind wichtige Anliegen für uns.
Die Maya in den Städten verbinden stolz ihre Wurzeln mit modernen Berufen und schaffen eine Brücke zwischen alten Traditionen und dem 21. Jahrhundert. Diese Reise durch die Maya-Kultur wird sie hoffentlich dazu inspirieren, mehr über unser Volk zu erfahren und unsere Geschichte zu schätzen. Ich bin stolz darauf, Teil dieser faszinierenden Kultur zu sein und unsere Erzählung mit der Welt zu teilen. Bleiben Sie dran, um mehr über die Maya zu erfahren, und seien Sie gespannt auf die Wunder unserer Kultur.